Moin. Was hat ein Lattenzaun mit dem Fahrrad, dem ADFC und der Innenstadt von Bremerhaven zu tun? Der Lattenzaun, da meine ich natürlich das Gedicht von Joachim Ringelnatz mit. Ja, mit dem Fahrrad. Der Bericht des ADFC, das heißt, dass der Fahrradklimatest, das Ergebnis ist natürlich für Bremerhaven vernichtend. Platz 35 von 40 für eine Stadt, die auf Tourismus angewiesen ist. Und Fahrradtourismus ist ein wesentlicher Faktor mittlerweile für viele Städte geworden und sollte es auch für Bremerhaven werden. Die Stadt ist eben und es gibt reichlich Touristen, die kommen hier mit dem Fahrrad und sind natürlich entsetzt, wenn sie in der Innenstadt fahren müssen. Es ist mit Premium-Radwegen nicht getan. Man muss sich um die Alltagsradler, auch für mich, kümmern. Wenn ich jetzt Richtung Hafen fahre auf der Barkhausenstraße, das ist für mich lebensgefährlich. Da muss ich was tun. Ja, da nützen auch jetzt nicht die angestrichenen roten Stellen an der Kennedy-Brücke. Aber apropos rote Stellen, angestrichene Straßen. Ich war die Tage in Münster und ich rufe es mal auf. Ups. Hab einiges an Fotos gemacht. Das ist erstmal Bremerhaven, die Fahrradstraße. Klar, das Schild bedeutet, Autofahrer haben da nichts zu suchen. Anlieger frei, deshalb, damit ich da hin kann. Das ist die Situation an der Fahrradstraße in Bremerhaven. Das ist eigentlich eine Zufahrt zu einem Parkplatz. Ein Widerspruch zu einer Fahrradstraße. So sieht es dann auch aus. Für Fahrradfahrer keine sehr angenehme Situation. Aber okay, wir sind in Bremerhaven. Man nimmt, was man bekommen kann. Fahrradstraße, das ist neu. Münster, die Situation. Das sieht doch toll aus, muss man sagen. Also ich kenne den Bohlweg. Das ist der Bohlweg. Diese Fahrradstraße ist seit einigen Wochen jetzt freigegeben, deshalb wollte ich sie mir unbedingt anschauen. Tolle Situation, das ist die andere Seite. Das heißt, also wenn ich von Osten nach Westen in die Innenstadt reinfühle, hier sieht man das Schild, da Fahrräder haben Vorfahrt, Autos sind zu Gast. Das ist keine Farbe, die auf die Straße gestrichen wurde, das ist wirklich Asphalt, roter Asphalt. Aber hier zeigt sich auch ein Problem, deshalb auch diese Fotos. Und zwar, man sieht, wie Münster das regeln wollte. Man hat hier also Abbiegegebote ausgesprochen, weil man wollte nicht, dass die Autofahrer diese Straße eben durchgängig befahren. Hat das geholfen? Nein. Wir mussten auf jemanden warten und haben uns hier in diese Bushaltestelle hier vorne gesetzt und konnten beobachten, wie die meisten Autos einfach durchfuhren. Sie fuhren auch zu schnell, sie fuhren zu dicht an die Fahrradfahrer heran. Und sehr rücksichtsvoll sah das alles nicht aus. Es sind weniger Autos geworden, klar, durch diese Regelung. Aber es bestätigte sich auch wirklich jedes Vorurteil, was ich gegen große schwarze SUVs habe. Weil sie waren eben die Autos, die A zu schnell und B hier meistens auch noch durchfuhren, sich nicht dran hielten. Tja, Erkenntnis, es nützen nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern die Änderung muss in den Köpfen geschehen. Also in den Köpfen von den Autofahrern, teilweise auch in den Fahrradfahrern, wenn ich sehe, wie manche Münster fahren. Das ist nochmal die Regelung, die man dort versucht hat und die im Grunde genommen kaum fruchtet. Aber gehen wir mal weiter. Das Auto. Was unterscheidet Bremerhaven von anderen Städten? Wir kennen die Befragungen sowohl von der Nordsee-Zeitung als auch von Bulten und Binnen. Im Land Bremen hat man Probleme mit den Tempo 30. Was bedeutet das? Das ist eine Untersuchung des Umweltbundesamtes. Sie ist sehr aktuell. Verkehrslärm kann Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöhen. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten und mehr Schutz vor Schienen- und Fluglärm in der Nacht nötig. Tja, wie halten wir es mit Tempo 30? 560 Städte und Kommunen für mehr Tempo 30. Bremerhaven natürlich nicht. Wenn man die Seite aufruft, Agora Verkehrswende, sieht man ein bunter Mix aus CDU, SPD, Grüne, noch FDP habe ich jetzt hier nicht gefunden. Warum können wir unser Verhalten eigentlich nicht ändern? Also in Münster habe ich eins verstanden, bauliche Maßnahmen auf Fahrradstraßen sind natürlich nett, sind hilfreich, aber die Veränderung muss im Kopf stattfinden, nicht unbedingt bei den Bauwerken. Wie komme ich jetzt auf die Automeile? Naja, einfach aus folgendem Grund.
Die Automeile hat eins gezeigt, wenn ich so ein Erlebnis habe, diesmal sogar das Auto, dann ist die Innenstadt auf einmal voller Menschen. Obwohl das natürlich irgendwie auch skurril ist, eine Autowerbemeile in einer Fußgängerzone zu machen. Aber das will ich jetzt mal nicht bewerten. Die Stadt ist eben gut besucht gewesen. Und dann komme ich zum Thema Innenstadt. Die Nordsee-Zeitung hat nachgefragt, das heißt mit Infratest, wie stehen die Bremerhavener und auch die Politik zur Innenstadt? Tja, schöne Ecken zum Verweilen, raschen. Innenstadt wird mit Einzelhandel assoziiert. Was für ein Blödsinn. Was haben wir hier noch? Hills, Bürgerbeteiligung konsequent fortsetzen. Im Wahlprogramm hat die FDP Bürgerbeteiligung mehr oder weniger ausgeschlossen. Bündner, es sind auch die Konsumenten gefragt. Naja, wir mehren jetzt. Die Menschen haben sehr genaue Vorstellungen. Okay, da hat er recht, die haben sie nämlich. Man braucht gar nicht mal diese Untersuchung der Nordsee-Zeitung, sondern es gab eine Befragung von Urbanista, die sollte eigentlich auch Grundlage sein, der Urbanista-Ergebnisse, ist aber dort kaum eingeflossen. Und da sehen wir hier vorne, was wir in der Innenstadt haben wollen. Und da ist nicht nur Konsum, sondern Aufenthaltsqualität, Gastronomie, Shoppen natürlich auch, aber nicht, eben nicht nur. Was haben wir hier? Treffpunkt, Begegnung, Miteinander, Zusammenkunft, Theater, Kino, Essen, Bummeln. Also, nicht nur Konsum, ganz im Gegenteil. Wenn Urbanista und Infratest jetzt so recht hätten mit ihren Untersuchungen und wüssten, was die Innenstädte bräuchten oder was die Menschen in der Innenstadt suchen würden, warum haben die Innenstädte dann solche Probleme? Was ich in Bremerhaven gelernt habe, war eben der Begriff Machbarkeitsstudie. Man verlässt sich immer auf Studien in allen Variationen. Aber ich halte es damit Dwight D. Eisenhower. Pläne sind nichts, Planung ist alles. Das heißt, die Studie, die macht es nicht. Ich muss immer nachjustieren. Ich muss die Menschen mitnehmen. Ich muss sie fragen. Ich muss gucken, ob eine Maßnahme was bringt. Dann muss ich sie ändern. Also die ständige Nachjustieren, das ist auch für Innenstädte wichtig, ne? Die Studien bringen nichts. Letztendlich, wir müssen mehr oder weniger anfangen, gucken, was die Menschen wollen. Wir müssen sie einfach fragen. Ein Artikel in der Taz, ein aktueller Artikel, wann ist er? Na, 25.04. Städte müssen sich verändern. Tausende Geschäfte werden wohl in diesem Jahr schließen. Also, da ist Not am Mann. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Eine kleine Grafik. Die Stadt war früher ein Erlebnisraum. Sie war natürlich auch gebauter Raum, Plätze. Und sie war Besorgungsraum. Das heißt, dort, wo ich die Geschäfte des täglichen Lebens, wie man das so schön nennt, früher besorgen konnte, heute eben shoppen konnte. Das alles war die Innenstadt. Es waren eben diese drei Elemente, die jede Innenstadt ausmachte. Weiß noch jemand, was ein Straßenfeger ist? Das Messer, wahrscheinlich meine Generation kennt das wahrscheinlich noch. Eine Serie, eine Krimiserie. Wolfgang Neuss, ein Komiker, hat seine Karriere beendet, indem man damals gesagt hatte, wer der Mörder war. Das war ein Straßenfeger, die Straßen waren leer. Wikipedia schreibt, dass der Großteil der Bevölkerung sich allabendlich um das Lagerfeuer der Neuzeit versammelte, den Fernseher, war damals noch eine neue, ungewohnte Erfahrung, während es in den nachfolgenden Jahrzehnten eher eine Selbstverständlichkeit geworden war. Okay, dieses Lagerfeuer hat sich aufgeteilt in viele kleine Feuer. Der Haken bei der Sache war, je mehr Sender wir auf einmal bekamen, desto weniger Anlass hatte ich zum Beispiel am nächsten Tag, mich mit jemandem über eine Sendung zu unterhalten. Er hatte was anderes gesehen. Das war die erste Entwicklung. Das heißt, selbst diese Erlebnisräume, die gingen schon auseinander. Lagerfeuer der Neuzeit. Ich fand den Begriff herrlich. Die Innenstadt, wie sie wurde, man sieht, dieser Erlebnisraum, der hat sich dann ausgesondert aus diesem Triumvirat. Es blieb dann einfach nur der umbaute Raum und eben der Besorgungsraum. Aber selbst der hat sich geändert. Durch Internet, durch immer mehr Fernsehen, durch Streaming sind diese Erlebnisräume immer kleiner geworden und sind keine Gemeinschaftsräume mehr gewesen. Durch das Auto hat sich auch
geändert, wie ich einkaufe. Ich brauchte die Innenstadt gar nicht mehr. Ich bin nach draußen gefahren. Internet, Onlinehandel hat ein Übriges dabei. Und auf einmal blieb nur noch dieser Raum übrig. Dieser umbaute Raum, der im Grunde genommen so eine eigentliche Funktion, wie sie früher mal war, verloren hatte. Ein Artikel in der FAZ von Günther Mohr, der schreibt, okay, was nützt es mir, wenn ich Parkplätze zurückbaue und nicht weiß, was ich mit den Plätzen eigentlich machen soll? Wir haben es ein bisschen verlernt, wie dieser freie Raum genutzt werden kann. Der Raum in der Stadt, wir sehen es hier in Bremerhaven am Theodor-Heuss-Platz, wie hilflos teilweise Stadtplanung an diesem Platz rum agiert. Der Lattenzaun. Da haben wir unseren freien Raum, der auf einmal entstanden ist, ohne die Latten. Okay, Christian Morgenstern, der Lattenzaun. Es war einmal ein Lattenzaun mit Zwischenraum, hindurchzuschauen. Ein Architekt, der dieses sah, stand eines Abends plötzlich da und nahm den Zwischenraum heraus und baute draus ein großes Haus. Der Zaun, in dessen Stand ganz dumm, mit Latten, ohne was herum, ein Anblick grässlich und gemein, drum zog in der Senat auch ein. Der Architekt jedoch entfloh nach Afrika. Oh, Ameriko. Was sagt Christian Morgenstern? Und eine Erkenntnis, die wir auch heute haben, der leere Raum war es, der so wichtig war. Die Latten standen dann ganz schön dumm rum. Wie wichtig dieses Gedicht ist und wie nah Christian Morgenstern an moderner Architektur lag, das sieht man an einem anderen Effekt. Leben zwischen Häusern. Ein Artikel in der Frankfurter Rundschau, der ist schon ein bisschen älter, 2020, von Robert Kaltenbrunner, der selbst ein fantastisches Buch über Stadtplanung geschrieben hat, über Jan Gehl. Und zwar Jan Gehl hat sich in seinen Konzepten zur Innenstadtplanung immer auf den freien Raum bezogen. Er setzt sich oft hin auf einen Platz, beobachtet die Menschen, wie sie ihren Platz, ihren Raum einnehmen. Und für ihn ist das menschliche Maß das Maß aller Dinge. Das heißt, die Ebene, in der ich schaue, wie weit kann ich sehen, schaue ich nach oben? Wie weit kann ich nach oben schauen? Wo ist es wichtig, Blickachsen zu haben? Wie weit kann ich überhaupt hören? Für Jan Gehl ist der Mensch der Maß, das Maß aller Dinge. Die Gebäude als solche, die sind ihm sogar ziemlich egal. Also er hat keine Probleme mit Hochhäusern, wenn man seine Bücher liest. Es kommt ihm wirklich darauf an, wie Menschen diesen Raum wieder wahrnehmen. Tja. Jan Gehl sagt, Städte müssen eine Einladung für Menschen sein. In Gestalt von öffentlichen Plätzen, Parks, Fußgängerzonen oder Kaffeeterrassen. Ein langer Artikel, ich werde ihn verlinken, im Deutschlandfunk. Aber Voraussetzung, dass ich sowas überhaupt gestalten kann, ist, ich muss die Menschen beobachten. Ich muss schauen, wie nehmen sie eine Stadt an, wie leben sie dort, wie nehmen sie den Raum überhaupt in Beschlag. Und das macht auch momentan, das ist ein Beitrag, RWTH Aachen, also die Architekten, transformatives Forschen trifft Stadtentwicklung. Anwendung und Lernen hört sich fürchterlich abstrakt an. Im Grunde genommen dreht es sich darum, dass ich wieder anfange, die Menschen zu beobachten. Auch soziale, situative Situationen beobachte. Es ist nicht mit diesen Machbarkeitsstudien getan, die wir hier so gerne in Bremerhaven haben, mit der Befragung von 300, 400 Leuten und dann wissen wir, wie eine Stadt laufen hat. Nein, so geht es nicht. Das ist ein langwieriger Prozess. Und wenn man hier Rethinking Planning, also ein paar Zeitschriften oder ein paar Artikel da gelesen hat, das ist höchst interessant. Und es ist momentan ein sehr dynamischer Prozess. Dazu gehört auch, ich hatte schon mal ein Video gemacht über eine Schrift der Friedrich-Ebert-Stiftung, Mobilität anders zu denken, Paradigmenwechsel oder inkrementelle Veränderungen. Das heißt, ich muss nicht immer den Ort verlassen, um mobil zu sein. Mobilität hat auch viel mit Zeit zu tun. Die Art und Weise, wie ich Räume, wie Stadträume in Anspruch nehme. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich hier von Mobilität spreche in Deutschland, dann habe ich immer mit Fluchtbewegung zu tun. Man will entweder aus seinem Suburb raus in die Stadt oder flüchtet aus der Stadt in seine Suburb. Und wenn man beides von beiden die Nase voll hat, flüchtet man einfach in den Urlaub. Möglichst mit Flieger, mit Auto, mit allem. Wir müssen also unsere Wahrnehmung der Städte, die Art und Weise, wie wir Städte sehen, eben ändern. Dann brauchen wir auch nicht mehr zu flüchten. Ein höchst interessanter
Beitrag. Ich werde auch verlinken zu dem kleinen Video, was ich gemacht habe. Ja, so, wo sind wir denn? Ja, und dann kommen wir wieder zum ADFC. Verkehrswende mit dem Fahrrad. Also das Fahrrad hat viel mit dieser Inanspruchnahme des Raums zu tun, wie ich Räume erlebe. Ich erlebe Räume eben die Innenstadt mit dem Fahrrad anders als mit dem Auto. Mit dem Auto, ja, sitze ich in einem geschlossenen Raum, mit dem Fahrrad eben nicht. Okay, das waren meine Gedanken zum Lattenzaun. Und zum Schluss würde ich sagen, wir haben gesehen, der Zwischenraum zwischen den Latten, der ist manchmal wichtiger als die Latten selbst. Das gilt auch für Karstadt, für Abriss Karstadt, für die Neuplanung für Karstadt. Es ist nicht nur wichtig, neue Gebäude zu denken, sondern man muss denken, wie Menschen Raum zwischen den Gebäuden wahrnehmen. Und das wird, so sehe ich es jedenfalls, in Bremerhaven so gut wie gar nicht gemacht. Okay, that's all. Lokowski.